Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir uns das Lied Memory angucken aus dem Musical Cats. Ja, was haben wir denn da Schönes? Also es sind sehr viele Töne, sowohl im Chalumeau-Register als auch im Klarinettenregister. Also ihr solltet in beiden Registern fit sein, damit ihr das Lied auch spielen könnt. Zusätzlich gibt es noch das Fis, das kennen wir schon. Entweder mit der deutschen Klarinette auf dem Daumenloch oder bei der Böhm-Klarinette halt mit dem Zeigefinger oben auf dem Zeigefingerloch. Ja, ansonsten haben wir das Cis noch mit drin. Das Cis wird auf der deutschen Klarinette folgendermaßen gegriffen. Entweder auf diese Weise. Den Griff werde ich auch nochmal einblenden. Oder auf diese Weise. Okay. Und um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen abzurunden, werde ich auch die Böhm-Klarinette schnell rausholen und euch dort das Cis nochmal zeigen. Schwupps, und da bin ich wieder mit der Böhm-Klarinette. Ja, das Cis wird so gegriffen. Entweder auf der linken Seite mit dieser Taste hier. Ihr seht's. Auch hier blende ich den Griff nochmal ein. Oder auf dieser Taste hier auf der rechten Seite. Ich würde ja persönlich empfehlen, das H mit der rechten Seite zu greifen, das Cis mit der linken. Aber das ist auch hier jedem selbst überlassen. Man muss den Tipp nicht annehmen. Man kann aber gut. Ich würde vorschlagen, ich werde das Lied jetzt schön langsam vorspielen. Allerdings mit allen Wiederholungen. Okay, erstmal Klarinette wechseln. Zack, und da ist er wieder, die deutsche Klarinette. Ja, ich fange jetzt an und ihr könnt das Lied dann erstmal genießen. Mm-hmm.
Ja, ihr seht, wenn man das Schallomori-Register und das Klarinettenregister ein bisschen beherrscht, ist das Lied nicht so schwer. Wie gesagt, das Cis ist hier noch mit drin, was ein bisschen der Sonderfall wäre. Aber man sollte es eigentlich hinbekommen. Okay, wenn ihr das Lied kennt, solltet ihr auch mit den Tonlängen da drin keine großartigen Probleme haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert mich, kommentiert mich und ciao, bis zum nächsten Mal.